Warum habt ihr den jetzt angekettet? Was? Welche Drehzahl darf dieser Kompressor denn, bis er sagt, jetzt fliege ich auseinander? Hast du da schon eine Ahnung? Das ist 84.000, mehr schafft er nicht. Wir sind schon bei 112.000. Also noch ist er drauf, ne? Ja, ist er drauf. Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Doch, ich habe einen Kompressorschaden schon mal hier gehabt. Ne? Der BMW-Community, weiß ich, ist das ganz oft ein Diskussionsthema bei uns, weil der fünfte Gang 1:1 übersetzt ist. Also ja, eigentlich der Gang, der auch für einen Prüfstand genutzt werden sollte. Genau. Und ich bin mir sicher, dass man die paar PS da auf jeden Fall noch rausbekommt. Vielleicht haben wir irgendwann die 300. Ja, das war auf jeden Fall eine aufregende Geschichte mit sehr vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen. Das ist schon krass. Ich bin mal gespannt, wie das im Video rüberkommt, aber hier sind schon fast Tränen geflossen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal, da werden wir nochmal ein bisschen reden. Zwei Sachen haben wir noch geändert. Ich habe nochmal den Luftmassenmesser ein bisschen kürzer gemacht und einen anderen Luftfilter reingemacht. Ich knicke den jetzt ein. Jetzt achtet mal auf den Schlauch, was passiert, wenn wir Gas geben. Jetzt hat er Unterdruck. Jetzt guck mal. Gerade gesehen, wie er Druck aufgebaut hat und sogar rausgesprungen ist. Und das macht er, wenn wir den nicht Kaltstellen. Das Ganze hat nochmal 35% wieder in die Ansaugung gedrückt. Das ist das Problem. Den Leerlaufsteller haben wir hier rausgeholt und danach so zu programmieren, dass das Ding hier perfekt läuft, ist echt schwer zu programmieren. Aber hier Props an Robin, der hat das schon geil gemacht, weil wir ja nochmal einen Ladeluftkühler dazu haben, dann ist es noch schwieriger. Ich habe mir jetzt andere Zündkerzen besorgt. Also, die kann ich euch empfehlen. Die nimmt man auch sehr, sehr gerne bei Turbo-Umbauten und so weiter. Die Nummer habe ich vergessen gehabt. Da hat der Daniel mir geholfen. Das ist Wärmegrad 7 von 0,6 gemacht. 0,6 passt noch eben. Und 0,7 passt gar nicht. Ja, der passt nicht. Brauchen wir nicht probieren, passt nicht. Die werden wir jetzt einbauen. Das müssen wir noch ändern. Ja, nebenbei hat er mich auch noch hier zum Chipper gemacht. So, hier ist das Teil, was ich ändern soll. Dann schauen wir uns das mal an. Da ist das Teil schon, was wir ändern. Wir haben hier 0. So, das laden wir jetzt hoch. Läuft schon mal. Ja, das Ding läuft, kann ich ausmachen. Und jetzt fahren wir zu Marco Degenhardt. Ja, grüß dich Julius, bist du denn guter Dinge heute? Also ganz ehrlich, ich weiß ja, wenn ich jetzt sage, jetzt wieder, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt 300 PS, da kommt es eh nicht. Weil aber ich habe ja ein gutes Popometer und hatte ja letztes Mal schon gesagt, für mich fühlte sich das nicht nach 300 an. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Kompressor an der Luftmassengrenze ist, also dass er einfach nicht mehr schafft, die Luft da reinzubringen. Genau. Aber ich verfolge ja auch deine Videos, weil es mich ja dann auch interessiert hat. Ich habe gesehen, er war ja bei dir auf dem Prüfstand. Jetzt bin ich gespannt bei euch. Letzter Stand der Dinge, war ich sogar im Kopf, 294,5. Genau. Ah, ja. Ich habe es heute Nacht gesehen. Ja, ich habe es gestern Abend auch. Ich sitze abends immer in der Sauna, gucke Videos und da ist mir jetzt auch vorgeschlagen worden. Und daher bin ich technisch. Was hatten wir hier? 240 PS, ne? 237 sogar, nicht mal 40. Wir haben ja noch den alten Datenstand da können wir ja nachher. Das war, glaube ich, weniger als ohne Ladeluftkühler. Ohne Ladeluftkühler. Ja, gut, aber wenn da irgendwas, ich sag mal, undicht war oder irgendwas verstopft war, geschlossen war, funktioniert das Ganze ja auch nicht. Was ich gesehen habe in deinem Video, die Schläuche ziehen sich ja immer zusammen. Genau, da habe ich aber was gemacht, Marco. Ich kann dir erst mal zeigen. Warum habt ihr den jetzt angekettet? Das Problem ist,
die Schläuche, die drücken den Kompressor so weit nach hinten, dass die Rollen ja rausgehen. Also du meinst, weil da so viel Druck entsteht, der drückt ihn aus der Form, dann rutscht der Riemen runter oder frisst den Riemen. Genau, das der ist ja nur, der Kompressor ist nur an diesem Halter befestigt. Du kannst ihn mit Hand danach noch bewegen. Ja, ja. Also normalerweise sind die ja dann immer so an drei Punkten, also hier hinten dann nochmal oder so. Nee, ich habe ja die Halterung früher gesehen, die waren richtig stabil, richtig dick und jetzt nicht mehr. Jetzt haben die so ein bisschen, ja. Aber dann ist ja eigentlich, diese Weltschläuche sind ja dafür da, dass sie sich ausdehnen können. Dann macht es ja das Ganze eigentlich noch schlimmer. Wenn du einen strammen Schlauch genommen hättest, der würde sich nur ein bisschen ausdehnen, aber nicht länger Wobei, werden. Was mir gerade einfällt, wir haben ja später festgestellt, dass der Zug von dem Riemen, also der Riemen zieht ja auch an dem Kompressor, dass der Kompressor sich eher in diese Richtung bewegt. Vielleicht hat, noch eine zusätzliche Halterung, ja. Aber ja, das Baumarktregel, ne? Ja, ja, also da muss ich mir was einfallen lassen. Natürlich die Ketten, weil Karosserie, weißt du ja, ist nicht gut. Das wärst du sogar im Auto. Ja, wollte ich gerade sagen, weil das überträgt natürlich Geräusche, weil Metall auf Metall. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Das ist natürlich eher eine Übergangslösung, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt haben wir einen anderen Ladeluftkühler. Der sieht schon etwas besser aus, definitiv. Kleine Riemenscheibe wieder. Nochmal kleiner, als wo 80er. Du hier bist. Ja, da hatten wir den 95er drauf gehabt. Welche Drehzahl darf dieser Kompressor denn, bis er sagt, jetzt fliege ich auseinander? Hast du da schon eine Ahnung? Also normalerweise 84.000, mehr schafft er nicht. Wir sind schon bei 112.000. Also noch ist er drauf, ne? Ja, ist er drauf. Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Doch, ich habe einen Kompressorschaden schon mal hier gehabt, ne? Bei dem Ach, hör auf, ey. Ja, ein Kompressorschaden, das klingelte danach, als ob da ein Sack Schrauben drin ist. Wollen wir nicht hoffen, oder? Ihr messt den immer im vierten Gang, ne? Vierter, ja. Ich messe den auch in meinem vierten Gang. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt da an Leistung anliegt. 294 PS, gilt sie toppen. Läuft er denn genau so, wie ihr den, also quasi letztens bei euch gemessen habt? Du hast noch mal ein bisschen was verändert. Also den, ich habe was verändert. Am Leerlaufsteller. Leerlaufsteller ist komplett draußen. Das war echt mit der Abstimmung war ein Problem. Wir waren gestern bis 2 Uhr morgens noch dran mit der Abstimmung. Weil das ist echt extrem gewesen, dass wir den Drehzahl halt beibehalten. Das Problem war, der ging immer wieder aus. Oder hat kein Gas angenommen. Ja, jetzt ist er ein bisschen giftiger. Und ich hoffe mal ein bisschen mehr Ladedruck haben wir. Und ein bisschen mehr Luftmasse. Ich bin gespannt. Thema Gebläse habe ich bei dir gesehen. Wie kühl? Hast dein Gebläse von der Luftgeschwindigkeit her mehr Masse wie das? Wie viel kW hat das? Oh, da fragst du mich was. Viel, dass die Sicherung auf jeden Fall ausfliegt. 6 kW Motorrad. Schwer zu sagen. Meins ist halt ein bisschen größer, aber ich... Ich habe jetzt auch keine ich bin mal, wenn du dich vor dein Gebläse stellst, fliegst du da schon gefühlt weg und... Weil ich denke, das sollte hier nicht so eine große Auswirkung haben, weil die Temperaturen waren so gering. Also das habe ich ja gesehen. Seitdem du Ladeluftkühler nachgerüstet hast, ist ja deine Ansaugluftemperatur von... Wo wart ihr? 112 Grad? 112 Grad. Ich sag ja, ich verfolge dieses Projekt ja auch, weil ich ja auch neugierig bin. Ich bin nicht der hundertprozentige Kompressortyp, also habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich würde Turbo immer bevorzugen, wobei das hier einfach... einfacher zu verbauen ist als ein Turbo-Kit jetzt hier in dem Falle. Deswegen hat mich das Projekt schon interessiert und dein Ziel war es ja, oder ist es ja immer noch, die drei vorne stehen zu haben. Ich bin da eher pessimistisch bei uns, also ich glaube nicht, dass wir die drei vorne hinkriegen, wobei, wir haben es ja noch nicht gemessen, ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die erste Messung, wir lassen die Haube mal direkt auf, kühlere Luft, dann steht dem Ganzen nichts im Wege. Jetzt werden wir einmal messen, also ich bin aufgeregt, was kommt. Die reden natürlich vom Messen und so, ist klar. Haben sich zwei gefunden. Eieieiei, mal schauen. Ich genieße diesen Sound hier. Jan, bitte 300 PS. Ich kann dir das einstellen. Ja, stell mal bitte auf 300 PS ein. Vorsicht. Nach Monaco am Strand. Geht bergab, können wir immer irgendwo hin. Spritter am Tank. Oh, drei Viertel, sowas kenne ich ja gar nicht. Ey, der Junge hat Geld, da sind wir voll. Aber bald kein mehr. Padajok bald. Habt ihr Drehzahlbegrenzer alles drin? Ja. Ich bin auch immer bis Begrenzer gefahren. Also jetzt, wo der sich normal anhört, vorher hatte ich Angst. Ich habe schon gehört, du sagtest, der Auspuff hat gestopft, ne? Ja, und man hat auch gesehen, dass im Drehzahlende dann immer das Diagramm richtig wellig geworden ist. Ist denn jetzt mit dem Auspuff besser geworden? Ja, also man hört es eigentlich gar nicht mehr, ja. Aber Leistung ist keine gekommen durch den Auspuff, ne? Nee. Wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger Drehmoment. Ich vermute, das haben die Amis ja auch immer. Die haben ja diese Drehmomentklappen, ne? Wie so eine
Das wird hier, denke ich, auch der Fall sein. Ja. Ich weiß, letztes Mal war er sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ja, ich hoffe, viel Arbeit und... Ja, ist natürlich ärgerlich. Ne? Fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an, wie damals, wo er ohne Kompressor, also ohne Ladekühler mit seinem Gebäude da gekommen ist. Schon Wahnsinn. Deswegen hat er den Kompressor auch unter Kette gelegt. Also Marco, bevor du jetzt schaust, was hast du jetzt? Ist auf jeden Fall stärker, 100% stärker, wie er damals war, wo du mit dem gebastelten Ladeluftkühler hier warst. Definitiv oben raus deutlich freier. Du merkst auch, dass die Kurve wirklich so ansteigt, würde ich jetzt behaupten, und dass da nicht irgendwie so geht, sondern es geht auf jeden Fall steil nach oben, und ich behaupte, die höchste Leistung auch bei der höchsten Drehzahl zu fühlen. Du hast jetzt ganz durchgedrückt. Ja, ein bisschen nur. Halt. Gleich Viertel Gas erstmal. Was warum soll ich denn volldrücken? Du bist aufgeregt, ne? Ja, natürlich. Also ich hoffe nicht, dass wirklich jetzt gemessen was hier. Was machst du? Du hast doch getrunken. Ja. Bereit? Ich bin bereit. So wie ich schon mal gesagt habe, wir sind bei 275 PS, ja. 288 Newtonmeter. Aber guck mal, Kurve, so wie ich es gesagt habe. Boah, ich sehe da einen Blick. Ja, wir hatten bei, also das war die höchste Messung mit über 190. Wir hatten auch zwischendurch mit 280. Ja. Ich weiß ja nicht, wie oft dein Motor das ganze Spiel mitmacht. Hier, wir können mal zwei, drei Messungen einfach mal machen. Ob wir irgendwas. Er hat schon so viel abgekriegt, ich glaube, das macht mich auch nicht mehr. Was ich mal machen würde jetzt, ihr habt auch immer im vierten Gang gemessen. Ich weiß, genau. BMW ist der fünfte Gang 1:1 versetzt. Wir können ihn jetzt beim fünften Gang messen, aber wir gucken uns mal an die Radleistung, und das ist das, was ich sage, was eigentlich immer gleich bleibt, sind 216 PS am Rad. Das ist echt gut, 233 Newtonmeter. Wenn wir jetzt im fünften Gang gehen, hast du natürlich eine höhere Last, aber ich kann mir vorstellen, dass diese 216 PS sich nicht groß verändern. Aber wir machen es jetzt einfach so, wir machen jetzt nochmal einen Test drüber, messen im fünften Gang, müssen dann nachher das Drehzahldiagramm anpassen. Aber das sind alles die kleinsten Sachen. Wir gehen auch direkt ohne Warmlauf in die Messung. Das ist schön, volle Pulle, direkt fünfte Gang. Das kennt er noch nicht, ne? Nee, fünfte Gang kenne ich noch nicht. Bin mal gespannt. Sind da Winterreifen drauf? Ja, natürlich. Beste. Wie schnell fährt man den denn? Fünfte Gang ganz durchdrücken, noch nie ausprobiert. Mal schauen. Ich überlege, was könnte passieren. Ja, alles wird schon klappen. Ich habe ein paar BMW-Felgen, da hast du noch. Ja, auf dem Tacho sind wir 2,45 gefahren, echte 2,35 habe ich gerade gehört, das war die fünfte Gang. Ich muss jetzt natürlich das Drehzahldiagramm anpassen, also jetzt die Werte, die du siehst, passen erstmal nicht. Ach, das wäre es doch wieder. Ja, leider nein. 304 PS. Oh, jetzt kommen wir der richtigen Sache näher. 304 PS. Genau, das ist das, was ich dir sage. Jetzt fragt man sich, wie ist es korrekt gemessen? Weißt du, was ich meine? Und guck mal, jetzt hast du 304 PS und 314 Newtonmeter. Aber guck mal, was hier oben passiert. Die Verlustleistung vom fünften Gang geht exorbitant nach oben. Du hast hier fast 100 PS Verluste. Und wenn wir jetzt Radleistung gucken. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
206 PS. Pass auf, jetzt vergleichen wir die beiden Tests. Guck mal, da war er an der Radleistung, war er in dem anderen Test stärker. Wenn ich jetzt beide in Motor, also Motorleistung, bekommst du sie obendrauf gerechnet, weil wir den anderen Gang messen. Ja. Also, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, du kannst dir, wie du möchtest, das selber schön rechnen. Aber jetzt hättest du deine 304 PS. Richtig. 304 PS und 314 Newtonmeter. Ja, die nehmen wir. Schon grinst da. Ja, natürlich. Aber das ist schon geil. Aber du merkst halt, dass der wirklich exorbitant wirklich hier in der Verlustleistung sehr, sehr stark hoch geht. Und für mich ist immer der schönste Vergleich. Wir haben ja einmal im vierten Gang und einmal im fünften Gang gemessen. Das ist jetzt Motorleistung, wo du aufgerechnet bekommst. Und Radleistung, siehst du ja, ergibt ja immer dasselbe ab. Der Motor entwickelt ja immer die gleiche Kraft. Außer obenrum tut er sich sogar ein bisschen schwerer jetzt im fünften Gang, weil vielleicht das Gemisch etwas magerer, etwas fetterer ist. Aber ansonsten, siehst du, ist das linear. Ja, du hast oben raus die letzten 5 Mal umdrehen, fast einen Sprung von also, 60 PS in der Verlustleistung. Ich sehe aber trotzdem die 304. Bei 304 Schluss. Mal gucken hier, jetzt haben wir Motorleistung. Und du hast 100 PS Verlust im fünften Gang. Warum der mehr Verluste hat? Ja. Weil das Ganze, es gibt ja eine Trägheit und du hast ja in der Hinterachse die Zahnräder. Sobald die auf Druck gehen, haben die einen höheren Reibwert. Ja. Und bei hohem Tempo wird der Reibwert auch immer höher. Also ich glaube, mit der Drehzahl was zu tun. So physisch kann ich es nicht erklären. Ja. Es ist nur pro Gang steigt halt, das siehst du auch hier. Das Walken der Räder, je schneller das Rad sich dreht und je mehr das, oder je schneller es walkt, desto höher wird auch der Verlust. Ne? Ist ja auf der Autobahn auch nicht anders, je schneller ich fahre. Bei dem messe ich nicht mehr, ne? Hier habe ich bessere Werte. Aber was ich jetzt nochmal machen würde, wir messen alle Autos im einen vor dem höchsten Gang, also im vierten Gang in dem Falle. Und also wenn wir jetzt 6 Gang hätten, hätten wir mit 5. Hätten wir mit 5 gemessen, aber du hast ja 5 Gang. Aber du tust dich. Hast du mal Schaltknopf gesehen? Ja, da steht 6 Gang. Ja. Also, pass auf, wir machen es schon mal so. Für dein Gewissen und für das Gemüt drücke ich dir das schon mal aus, dass das ja nicht weggenommen wird. Nee. Also Leute, wir haben die 304 PS geschafft. Mit dem fünften. Ist ja egal. Aber ich sage dir, in der BMW-Community, weiß ich, ist das ganz oft ein Diskussionsthema bei uns, weil der fünfte Gang 1:1 übersetzt ist. Also eigentlich der Gang, der auch für den Prüfstand genutzt werden soll. Nur sehe ich diese hohe Verlustleistung, die ich dem Prüfstand oder dem Auto dann nicht antun möchte. Gleichzeitig fahren wir bei manchen Autos ein Tempo von 300 km/h, wenn man im letzten Gang misst, was dann in dem Falle auch keinen Sinn ergibt. Was ich aber gut finde, er läuft ja wirklich gut. Wir machen jetzt immer noch eine Messung, wieder im vierten Gang. Und was ich gerne mal machen würde, das Gebläse ein bisschen mehr zum Ansaugung hindrehen. Weil ich glaube, dass es auch wir hier eine Messung hinbekommen, die über 280 oder 285 PS ist. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch wieder die Runde. Wir können das wäre ja was. Wir könnten ihn auch einfach ein bisschen festhalten. Wir könnten mal ein bisschen Last auf den Prüfstand geben. Wir spielen jetzt einfach mal so oft wie dein Motor, dass wir mal deine 300 PS fallen noch nicht weg. Selbst wenn gleich der Kompressor auf dem Boden liegt, 300 waren da. Das haben wir dann geschafft. Die 300 haben wir geschafft. Ziel ist erfüllt, ja. Mit dir, was sagst du? Wozu? Ja. 304 PS. Goldene Medaille ist da, ne? Ja. Ziel ist erreicht. Das ist das, was du dir vorgestellt hast, oder? Auf jeden Fall, das war mein Ziel. Fakt ist, der läuft für einen Kompressormotor 2,5 Liter echt gut. Da brauchen wir nichts, schlecht reden. Ja, das ist schon wirklich gut. Also er läuft wirklich gut. Die ganzen Turbofahrer, die von 1000 PS und so sprechen, sind natürlich weit davon weg. Aber ich sag mal so, für ist ja auch viel gebastelt in deinem Motorraum da vorne, fährt das gut. Also kann ich mir vorstellen, verhält sich das gut. Und vorher hatte er bei uns 200, wir gucken gleich mal am Schluss. Genau, wir gucken, das vergleichen wir gleich mal. Ja. Interessant. So, jetzt machen wir erstmal eine Messung ohne Bremse. Der war vorher nicht so empfindlich. Vorher lief der sauber, aber ne? Ja, die müssen wir noch perfekt einstellen. Das ist echt sehr schwer. So, fest drücken kann ich nicht. Gespannt. Wir haben den Lüfter ja jetzt mehr auf den Luftfilter gerichtet, ob da noch 2-3 PS hinzukommen. Und dann machen wir gleich noch die allerletzte Messung mal gegen die Bremse. Also wir bremsen den Prüfstand und simulieren ihn mehr Last.
als ob du auf der Straße wärst, dass du mehr Gegendruck hast. Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht sich auch noch mal was tut. Das sind alles so Sachen, die wir jetzt gleich mal ein bisschen testen können. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber hält doch, ne? Ja. Wie war's? Man kann ja doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, so ist es. Wollen wir schon mal einen dritten Test? Gebläse etwas anders gestellt. Liegen die ein kleines bisschen, das Drehmoment ein kleines bisschen sauberer. Okay. Aber wir haben 276 PS. Genau. Und 291 Newton. Genau. Also wie gesagt, Kurve sieht aber bombastisch gut aus. Also ja. Da gibt es gar nichts zu meckern, überhaupt nichts. Es sieht einfach gut aus. Und auch krass, wie schnell Drehmoment. Ja, dein Hauptdrehmoment spielt sich ab 4.500 ist halt fast kontinuierlich über 280 Newtonmeter, ab 4.500. Die Leistungskurve ist gut, das ist 45 Grad. Ja, stimmt. Guck das. Mal. Das sieht echt ja. Krass aus. Ja, da hat der Robin hier. Ja, hat er gut gemacht. Aber wir messen natürlich nur mit dem fünften. Nee, was wir jetzt nochmal machen, du hast ja einen Allradprüfstand. Und du treibst ja deine vorderen Räder quasi über die Rolle mit hinten an. Also hast du ja eine höhere Gegenlast, wie wir jetzt hier messen. Das können wir jetzt simulieren, indem wir ihm einfach sagen, wir geben dir 20 oder 25% Bremse mal dabei. Somit muss dein Motor jetzt mehr ackern, um quasi auf Drehzahl zu kommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht dann wieder das einpendelt, dass wir auf deine 290 PS kommen. Das ist ja genauso wie im fünften Gang, da hätten wir ja mehr Verlustleistung. 21 PS am Rad ist schon gut, definitiv, das ist wirklich gut. So, wir machen jetzt die erste Messung, Test 4, und da wären wir mal hier in Bremskraft. Komm, wir stehen 30%, lassen wir 30% auch drin stehen. Jetzt wirst du merken, wird dein Motor auf jeden Fall gleich sich ein bisschen quälen. Jetzt haben wir mit 30% Bremse. Guck mal, das ist das zum Beispiel, was mich wundert. Bei uns hat er dann deutlich wenig. Was kommt denn dann an den Rädern noch an? 201 PS, guck mal, da fehlen dann auch wieder richtig Leistung. Deswegen sage ich dir, also ich kann dir sagen, deine... Ja, unsere 304 PS. Die hast du hier stehen, die steht auf dem Diagramm. Die haben wir. Und ich würde dir, also wenn du mich fragst, am heutigen Tag, dass ich dir auch mal ausdrucke, denn was haben wir da stärkste hier? 221 PS. Radleistung. Radleistung, und die drucke ich dir jetzt auch aus. Weil das ist für mich das, was relevant ist, und das ist wirklich geil. Also kann ich nicht anders sagen, 200 können wir ja aufholen, 222 PS am Rad und 240 Newtonmeter mit einer sauberen Kurve. Ja, die Kurve ist echt geil. Ja, wir haben 300 PS. 314 Newtonmeter. Genau. Das erste Mal, dass du wieder grinsen kannst. Natürlich. Oh, wie ich gut schlafen werde heute. So, das Video wird nur eine Minute dauern, wo wir nur die 300 Dings passen. Hast du das Diagramm dabei von dir? Hast du das Diagramm, was von wir vorhin? Ja, habe ich. 341, also das ist ja 93 PS, das war davor. Aber guck mal hier. Aber jetzt will ich. Aber ich mach dir. Ich soll es dir nicht kaputt machen, ne? Nee. Wir lassen die Tüte drüber, ne? Yeah, das höchste Drehmoment. Ich hab's auch schon gesehen, was du sagst. Guck mal, was hier steht. Leute, was hier steht hier. 304 PS. Okay? Egal auf die 4 PS nehmen wir weg. Die nehmen wir weg hier. Ne, das reicht doch. 304 PS. Aber nochmal für die Community zu zeigen. Ihr seht, dass bei mir hier auch das Drehmoment obenrum abfällt, was auch normal ist. Und hier steigt es halt wegen der Radleistung. Jetzt gucken wir nochmal das andere Diagramm an, aber die sehen wir nicht. Du blendest einfach jetzt die Zahlen aus. Ist viel Arbeit. Ja, natürlich. Ist viel Arbeit jetzt im Schnitt, aber das kriegst du hin. Du blendest die Zahlen aus. Und guck mal, da hast du hier sogar noch besser, weil hier da kreuzt so sich. Weggepixelt so hier. Und guck mal, hier fällt dein Drehmoment gar nicht ab. Du hast sogar Glück. Ich bin happy. Ja, das tun wir weg. Nächstes Mal, wenn ich weiß, dass du kommst, machen wir Bruder. Ich habe mir gesagt, ich soll 300 PS schon mal einstellen. Ist doch kein Problem. Nächstes Mal ziehe ich einfach einen Zacken Handbremse. Soll ich dir mal ein Diagramm für dich? Ne, wir haben schon abgeschnallt. Ich könnte dir ein Diagramm machen mit 350 PS. Nein, das ist natürlich. 400 geht auch. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe das mal im Video ganz gut gezeigt. Wenn ich jetzt beim Ausrollen einfach die Handbremse ziehen würde, also direkt bis Drehzahlbegrenzer drehen, zack, gleich zwei Rasten Handbremse, dann steigt hier. Beim hochbeschleunigen war keine Handbremse, beim Unterschleunigen würde jetzt die Radleistung steigen, also die Verlustleistung, und somit wird alles auf die Leistung aufgerechnet.
Und ruckzuck mache ich dir 400 PS, kein Problem. Vielleicht auch 500, aber dann wird die Handbremse heiß. Also 222 PS am Rad. Und wie viel PS hat man im fünften Gang? 305. Ah. Wie viel PS mit dir? 305. Wie viel war es nochmal, Jan? Ich hab's wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. Ach ja. 104, irgendwas. Ja, genau. Aber guck mal, ich könnte ja auch mal in den Kommentar schreiben, wie viel PS hatten ihr gehabt? Pass auf, ich schneide jetzt mal ein bisschen was weg. So, jetzt sind die Klöten schon wieder klein geworden. Ja, dann aber bitte genau 300 hier. Aber guck mal, das ist das, was ich sage. Hier ist die Verlustleistung noch gerade. Und sobald ich dir das jetzt gerade schneide, springt die Verlustleistung. Ja. Naja, 305 PS, komm. 305 PS. Ja, okay. 305 sind da. 305. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Achso, ja. Ja, komm. Ja. Ich hab's noch vorbei. Ist noch vorbei jetzt, oder nicht? Ist auch positiv. Wenn dein nächstes Mal ein bisschen mehr, ein bisschen. Wichtigste Frage zum Schluss: Ist dein Projekt denn jetzt fertig? Ich hatte. Ja. Sicher? Der wollte ich auch unbedingt. Ich mach gerne zu. Also feine Abstimmung, dass er sauber genau läuft, dann bleibt das so. Aber ich werde jetzt gar nichts mehr machen. Das war mein Ziel, dass hier die 300 PS steht. Ob wir es jetzt mit dem zweiten, ersten Rückwärtsgang, das ist mir egal. Da steht die 300 PS. Ich bin gespannt, was deine Community sagt. Wie gesagt, 1 zu 1 übersetzt, aber da seht ihr das Problem. Ist jetzt egal. Wir lassen die 305 PS. Punkt. Ja, ich danke dir fürs Kommen. Viel Spaß noch mit deinem BMW. Und ich bin mal gespannt, was du mit dem nächsten Projekt hier ankommst. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja noch irgendwas noch eingebaut. Noch mehr Druck. Mal schauen. So, Dankeschön, Jan. Mit dir, Dankeschön, Lieber. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmt. Warum stimmt? Das stimmt doch. Wir haben fünfte Gang gemessen. Hör auf damit. Ja, ist damit richtig. Gemessen. Gemessen ist gemessen. Gemessen ist gemessen. Gemessen ist gemessen. So scharf dran. Und ich würde sagen, die goldene Medaille ist da. Er sagt immer noch so scharf dran, ja. Alle anderen Messungen waren ja auch sehr, sehr scharf dran. Also genau. Ist ja jetzt nicht so, dass das hier irgendwie völlig aus der Luft gegriffen wäre oder... Schade, dass wir echt nicht sofort zu dir nochmal gefahren sind, die Änderung nochmal gezeigt hätten. Aber egal. Wir lassen das, wir haben die 300 PS erreicht. Das Auto ist ja nicht weg, vielleicht kann man das ja nochmal machen. Können wir mal irgendwann mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Das Geile ist, ey, das Ding hält, fährt gut. Wir müssen nur ein bisschen feine Abstimmung machen und wenn wir das auch noch hinkriegen. Ziel erreicht, würde ich sagen, das Auto ist ja auch nicht weg. Du genau. Tust es ja jetzt mal nicht gucken, irgendwie. Mal gucken, was ich noch damit mache. Aber jetzt, momentan reicht mir das auf jeden Fall. Ja, das war auch relativ stressig, ja, weil das auch immer, du hast ja dann auch immer direkt Gas gegeben. Ja, ich sag jetzt mal eine Idee zur Verbesserung oder ein Problem behoben, genau. Du hast immer direkt Vollgas gegeben. Ja, so bin ich aber leider. Ich kenne das selber auch und das geht dann auch schnell immer aufs Gemüt. Das ist, denke ich, ganz gut ausgedrückt. War stressig, aber auf jeden Fall hat es geklappt, oder? Das stimmt. Das Auto läuft bis jetzt gut, dann auch die Geschichte mit der Spannrolle. Ja, hast du übrigens einen lustigen Teil, fand ich, aus dem letzten Video gar nicht gezeigt. Ja. Hey, kann ich ja noch reinmachen. Du hast ja nichts davon gezeigt, dass der undicht war, Kühlwasser verloren. Doch, habe ich, ja. Kühlwasser, ja. Da läuft der aus und wir hatten keine Ersatzteile, also... Ja. Was Samstag war, ne, war nicht mehr zu bekommen. Genau. Und das, wir wollten aber trotzdem nochmal messen. Wir wollten jetzt unbedingt wissen, was dabei rauskommt. Ja, das habe ich rausgelassen. Das Problem bei oben ist, und anstatt, weil es Ersatzteil nicht gab, hat er einen Wischer mitgebracht, um das Wasser aufzuwischen. Guck mal, so bin ich. Ne, hab einen Wischer gebracht, hab das auch da gelassen. Stimmt. Ja, aber ich habe es nicht gemacht. War auf jeden Fall, Spaß hatten wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall war echt schön. So eine Umlenkrolle habe ich jetzt gefunden. Mit dir, du glaubst nicht, was für ein Auto das ist. Ich habe das ausgerechnet beim Dacia Duster gefunden. Dann machen wir auf jeden Fall heute die 300 voll. Da ist ein Wasserschlauch da, hat Julius das hier besorgt. Genau, das habe ich ihm besorgt hier. Damit du das gleich wieder Schlechtes Gewissen gestern gehabt, weil er sehr viel Elektronik hier hat. Ah, ey, guck mal, das Ding ist hier runtergefallen mit dir. Oder hast du den jetzt gerade fallen lassen? Nee, ich habe den oben draufgelegt, gestern gerade runtergefallen. Ah, da habe ich gerade dann. Und hier machen wir gleich sauber. Ich habe dir das mitgebracht. Ich hoffe, du weißt, wie das funktioniert. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, den tust du einfach zur Seite, dann geht das, glaube ich. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Ja. Ey, mit dir, das ist eine schöne Mütze. Ja, geil, oder? Ey, bist du jetzt auch noch Motul hier? Ja, ich habe festgestellt, Motul ist das beste Öl und dann habe ich so eine Mütze bekommen. Warte, die hat direkt. Bester Mann hier. Ja, hier, da ist auch noch Kraftwerk. Ja. Kennst du die? Nee, kenn ich nicht. Ja. Kennst du den?
Aber flüchtig, flüchtig. Ich gucke mir den, abonniere ich auf jeden Fall. Ja. Abo lasse ich da. Hat YouTube, ja. Yeah. Die zwei Tage waren schön. War natürlich stressig. Aber auch stressig, aber voll stressig. Ja. Ja. Also ehrlich, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr zu den 300 PS? Was sagt ihr eigentlich generell zu diesem Umbau? Was sagt ihr generell zum Kompressor? Ich würde auf jeden Fall ein Abschlussvideo nochmal machen, wo ich den nochmal genüsslich fahre. Aber da muss das Wetter mitspielen, weil hier in diesem Regenwetter... Jetzt nach Ostern oder wird es besser? Dann. Ja, da gibt es noch einen Abschlussvideo. Da musst du den aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen polieren. Ich kann mich noch daran erinnern, als am Anfang immer bei mir angekommen ist, da sah das immer aus wie ein Neuwagen. Ja, aber sag ich dir auch, weil ich jetzt die Schlitze habe, das kommt alles in den Motorbereich rein. Ja, deswegen kann ich nicht mehr waschen. Hast schon gesagt. Aber wir werden den noch irgendwann polieren. Dazu kommen wir noch. So. Ja, muss auch noch arbeiten. Hau rein, mein Lieber, mach nicht zu viel. Jetzt wieder Urlaub hier nächste Woche. Wieder. Ja, wieder, wie immer. Fünfter Gang, wo wir 300 PS haben. Der scheint so, als würdest du mit dem vierten oder dritten schneiden. Das ist geil, Alter. So würde ich das sagen, ehrlich. Macht Spaß. Auspuffsound ist so geil. Ich genieße das gerade zum ersten Mal so nebenbei, ne? Ehrlich, davor gar nicht genossen. Jetzt genieße ich das. Ich freue mich schon, wenn wir echt schönes Wetter haben. Und ja, wenn wir unsere Fahrt machen, freue ich mich. Ach ja. Wenn man jetzt die letzten paar Wochen einfach Revue passieren lässt, dann hat sich das schon gelohnt. Bei 300 PS hört sich nicht viel an, aber bei einem Kompakt macht das schon richtig. Oder besser, wenn man den fünften beschleunigt.